ersten Benefizgala von Stan. Jetzt ist es soweit. Die erste Steps-Spendengala ist am Start. Die Promis laufen hier scharenweise über den Teppich und ich werde mir jetzt den einen oder anderen mal krallen. Als Serkan dich gefragt hat, ob du das hier moderieren willst, was war dein erster Gedanke? Ja, mache ich. Also ich habe dann so die Geschichte drumherum erfahren, auch wie er dann so aus dem Lehrerdasein dorthin gekommen ist. Und dann war das für mich gleich klar, dass ich gesagt habe, mache ich. Als er auch gesagt hat, es gibt aber kein Geld, aber ich sage, mache ich trotzdem. Um Spenden zu sammeln, da ist eigentlich kein Weg zu weit. Und von München nach Stuttgart ist es sowieso ein Katzensprung eigentlich. Wir wollen helfen, wir wollen spenden. Was werfen Sie heute mit in die Waagschale? Was kann man von Ihnen ersteigern? Ich habe einen Rennoverall dabei aus dem Safety-Car-Bereich vom letzten Jahr, unterschrieben mit einigen Weltmeistern. Insgesamt 10 WM-Titel drauf und den gibt es nur einmal. Also es ist ein einmaliges Unikat. Tut es weh, den herzugeben oder sagen Sie, nee, für sowas ist das überhaupt kein Problem für mich? Ich muss ganz ehrlich sagen, für sowas ist sowas herzugeben sehr, sehr einfach für mich. Prinzipiell ist der Spirit des Vereins, da geht es eigentlich nur darum, dass wenn ein Kind friert, soll es eine Decke bekommen, und wenn ein Kind Hunger hat, soll es was zu essen bekommen. Es ist völlig egal, woher das Kind kommt, welche Religion es hat oder welche politischen Ansichten die Eltern haben, auf welchem Kontinent es lebt. Es spielt alles keine Rolle. Es geht einfach nur darum, dass ein Kind die Grundbedürfnisse gedeckt haben soll. Also, was der Serkan da auf die Beine gestellt hat, und es sind auch einfach tolle Leute da, die das unterstützen. Und da bin ich der Letzte, der irgendwie sagt, da komme ich nicht. Also sowas mache ich natürlich gern. Leute, die in Stuttgart irgendwie aktiv sind und gute Dinge machen, sind einfach unterstützenswert für mich. Serkan schafft es, hier aus der ganzen Deutschland Menschen hierher zu locken. Was glauben Sie, ist sein Erfolgsgeheimnis, dass alle nicht nur aus der Stuttgarter Region kommen? Na, ich glaube, das ist einfach einmal sein Charisma, ja. Also wenn Serkan einlädt, dann kommt man unwahrscheinlich gern, wenn es auch für einen guten Zweck ist und man weiß, es kommt hundertprozentig an. Natürlich ist man dabei. Da muss man gar nicht lange drüber nachdenken. Es ist losgegangen. Wie geht's dir gerade? Ja, ist so ein Mix aus Aufgeregtheit und Müdigkeit und nicht wissen, was einen erwartet. Ja. Aber bist du bis jetzt mit allem, wie du es geplant hast, zufrieden? Ja, die letzten zwei Tage waren super, super schlimm. Also kaum geschlafen, noch weniger als die Zeit davor. Aber jetzt läuft bis jetzt alles sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden. Ich habe ja auch ein überragendes Team. Ja, das ist jetzt mittlerweile der gemütliche Teil. Die Promis haben sich alle was zu trinken genommen, plaudern ein wenig miteinander. Und wir werden gleich dem einen oder anderen mal diese GoPro in die Hand drücken, um mal ganz nah dran zu sein und zu gucken, wie ist denn eigentlich so eine Gala aus der Sicht eines Promis. Servus, Timo hier und ich bin im Kursaal in Cannstatt. Wir veranstalten die erste Benefizgala von Stealth. Yo, hi, ich bin Michael Matthias Friedemann-Fritz von Viva Con Agua de St. Pauli und freue mich natürlich in der Heimat zu sein von Viva Con Agua, weil ich schaffe, schaffe Brunnen bauen. Yo, hey, hier ist Tim Benge. Schabernack hier. Warum? Es geht lieber mal dein Platz, geht los. Bist du froh, da zu sein? Ich bin super froh, da zu sein. Nur coole Leute hier. Serkan persönlich. Serkan, bist du stolz auf dich, was du heute erreicht hast? Ja, so ein bisschen. Ja, machst du weiter? Macht Spaß. Ja, ja. Wir trainieren ja gleich. Wir trainieren eine kleine Doku. Und natürlich geil, Max zu sehen. Max Herre, der heute auftritt. Timo Hildebrand, die geile Sau. Wir haben sogar Max Herre am Start. Max Herre. So, mein Platz müsste irgendwo da vorne sein. Hier sitzt also dieser Tim Bengel. Und habt ihr schon Hunger? Ja. Ja? Cool, dann sehen wir uns gleich wieder. Draußen. Guten Abend noch. Ciao, ciao. Also, ich glaube, es wird ein cooles Event und wir freuen uns mega und sind mega stolz. Ciao. Ja, so sieht es also aus, wenn unsere Prominenten Ihnen einen kleinen Einblick geben. Das war jetzt der erste Teil von der Steps Spendengala. Wir sind gleich zurück mit weiteren spannenden Einblicken, also bleiben Sie auf jeden Fall dran. Ja, und wir sind zurück bei unserem zweiten Teil über diese wahnsinnig tolle Spendengala von Steps.
ihr im Kurhaus in Bad Cannstatt. Und es geht ja darum, Geld für die Kinder, denen es nicht so gut geht, zu sammeln. Und ich möchte Ihnen jetzt mal die Möglichkeit vorstellen, wie man das machen kann, indem man zum Beispiel einfach sagt, hier spontan 200 Euro auf den Scheck und dann ist geschwätzt, Tatjana, gell? Genau. Ja, wir sind auch heute hier, um den Kindern zu helfen und einfach einen kleinen Beitrag zu geben für den Leuten, denen es nicht so gut geht. Es ist irgendwie so selbstverständlich, hier mitzumachen, gell? Ja, auf jeden Fall. Das muss man. Ansonsten geht man irgendwie mit einem schlechten Gewissen hier raus. Ja, eine Art, wie man hier Geld spenden kann, ist, dass man Dinge ersteigert. Sie haben jetzt gerade von Bernd Mailänder den Anzug ersteigert für 5.000 Euro. Wären Sie noch höher gegangen? Ja, einfach für den guten Zweck. Ja. Es geht gar nicht so darum, dass es von Bernd Mailänder ist. Es geht um den guten Zweck an sich. Wolfgang Job hat ein Porträt versteigert. Der kann heute nicht da sein, weil er ist krank geworden. Sie haben es für 3.000 Euro ersteigert. Wer wird denn da gemalt? Ich weiß es noch. Entweder er selber oder vielleicht ich oder meine Tochter. Ich weiß es noch nicht. Aber letztendlich geht es ja darum, für einen guten Zweck was zu tun. Ja, und das hier ist auch eine Möglichkeit, um heute Gutes zu tun. Für 20 Euro kann man ein Los kaufen. Das geht wieder direkt an die Kinder und man kann tolle Preise gewinnen. Melis und Rachel sind die beiden Damen von den Losen. Da lasse ich mich nicht lumpen. Kannst du rausgehen, Rachel? Perfekt, danke dir. Ihr seid einer von unglaublich vielen Helferinnen und Helfern, die hier einfach heute Abend stehen und dafür keine Kohle kriegen, ihre Zeit opfern. Was ist der Grund, Melis? Warum machst du das? Ich glaube, das tut uns gut, von Herz zu Herz Gutes zu tun. Rachel, was ist deine Motivation? Ich habe selber zwei Töchter und kriege natürlich da einfach mit, was um uns herum passiert und möchte meinen Kindern irgendwie auch zeigen, dass man es besser machen kann. Okay, super. Ich freue mich über mein Los, aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man 20 Euro gespendet hat, egal ob man was gewonnen hat, und euch noch ganz viel Spaß heute Abend. Dankeschön. Für alle, die es interessiert, ich habe nichts gewonnen, aber es ist, wie alle an diesem Abend sagen, einfach egal. Man möchte einfach mitmachen und seinen Anteil leisten. Auch alle Künstler, die hier auftreten, bekommen keine Gage. Einer von ihnen ist der Sänger Philipp Poisel. Weil bei dir mein Bauch für mal so bleib, für mal so bleib. Dankeschön, wunderschönen Abend, vielen Dank. Philipp, gerade von der Bühne gekommen und hier aufgetreten. Wie ist das auf so einer Spendengala? Ist das was anderes als ein normales Konzert? Ja, klar. Also ich finde es zunächst mal super, dass die Leute, die alle da sind, die sind aus einem bestimmten Grund da, weil sie irgendwie so ein Bewusstsein dafür haben, dass Hilfe auch benötigt wird. Und das finde ich super, dass heute hier alle da sind, aus dem Grund. Und wir springen wieder zurück auf die Bühne. Da steht mittlerweile eine junge Dame, die meiner Meinung nach für den emotionalsten Moment des Abends gesorgt hat. Sie ist die wohl jüngste Speakerin Deutschlands und hat darüber geredet, was wir alle tun können, damit es den Kindern besser geht. Alle 10 Sekunden stirbt ein Kind, weil es nichts zu essen und zu trinken hat. Das macht mich sehr traurig. Heute sind wir alle hier, um das zu ändern. Und dass ich heute die Stimme für uns Kinder sein darf, ist eine große Ehre. Denn wir Kinder sind eure Zukunft. Warum machst du das, Jana? Warum erzählst du uns Erwachsenen, wie es eigentlich funktioniert? Weil ich finde es wichtig, dass man oft dran denkt, was in anderen Ländern passiert. Weil wir haben hier fast alles und in anderen Ländern haben die fast gar nichts. Und ich will das ändern. Wir alle wollen das ändern. Und irgendwann wirst du mal Bundeskanzlerin, oder? Und dann hast du die Macht hier in Deutschland. Vielleicht. Bist du aufgeregt, wenn du auf die Bühne gehst und vor so vielen Menschen? Es sind ja auch ganz viele Prominente heute dabei. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber wenn ich auf der Bühne bin, dann fliegt alles weg. Ja, jetzt stehen wir auf der Bühne hier. So sieht der Blick von oben aus. Die Menschen sind alle noch da, der Saal ist noch gefüllt. Wir sind schon sehr, sehr weit vorangeschritten am Abend. Ich werde mich jetzt gleich mal unter das Volk mischen und fragen, wie denn alle den Abend bis jetzt so empfunden haben. Gelungen, schön. Und ich glaube, wir können zufrieden sein. Die Auktion lief mega gut. Das weiß man ja nie ganz genau, wie das bei den Leuten ankommt, aber wir kriegen jetzt gleich die Spendensumme, die aktuelle, und ich bin gespannt, was am Ende bei rum kommt. Und das ist hier eine super, super tolle Tat, und ich finde es super von dem Serkan, dass er sowas bewegt. So viele Menschen, so viele tolle Menschen und so viel Geld, das ist Wahnsinn. Super geil, super geil. Ich meine, ich wusste nicht, was ich erwarten soll, und ich muss sagen, ich bin ehrlich hier reingekommen und ich war der Meinung, dass ich einen Backstage-Bereich habe.
dann haben sie gesagt, nein, nein, sie sitzen hier neben den ganzen Leuten. Und ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt. Ich meine, ich sehe aus, als wäre ich gerade aus der U-Bahn gestiegen. Aber es war toll, ja. Ich glaube, für viele Leute ist es, glaube ich, eine Motivation, einfach jemanden zu sehen, der sich einfach hingestellt hat, vor 2-3 Jahren gesagt hat, er will sich engagieren und das sozusagen auch ohne Know-how und ohne Budget auf die Beine gestellt hat. Und ich glaube, da ziehen viele Leute was raus. So, Serkan, der Abend ist fast vorbei. Erzähl, dein Resümee. Es ist einfach der Wahnsinn. Also ich hätte niemals gedacht, dass es so gut läuft. Es war einfach unglaublich. Es lief wie am Schnürchen. Auch die Versteigerung. Ich habe mir 1000 Sorgen gemacht über 1000 Eventualitäten. Und dass es so gut wird, hätte ich nie gedacht. Wirklich nicht erträumen lassen. So viel Sorgen gemacht, jede Nacht irgendwie aufgewacht und darüber nachgedacht, was ist, wenn der Herr Mailänder hier ist und sein Overall geht für 100 Euro über die Bühne. Aber dass es so gut wird und dass alles so einschlägt, ist einfach der Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin überglücklich. Ich bin einfach nur glücklich. Und jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Gibt es eine nächste Spendengala nächstes Jahr? Ganz sicher, ganz sicher. Also ich kann jetzt wirklich behaupten, die ganze Mühe war es wert. Also diese 14 Monate Arbeit, wirklich tägliche Arbeit, die waren es wert nach so einem Abend. Also die Resonanz ist grandios. Und das Highlight mit Max, das kommt ja noch. Über 103.000 Euro sind an diesem Abend zusammengekommen. Es war wirklich sehr beeindruckend zu sehen, was möglich ist, wenn man eine Vision hat. Amen.